Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. Das ist der erste Satz in dem Jugendroman Krummer Hund von Juliane Pickel, erschienen bei Belz und Gelberg. Das ist ein realistischer Jugendroman, der im Hier und Jetzt spielt. Das ist ein Jugendroman, in dem es natürlich darum geht, wie in fast allen Jugendromanen, wer bin ich, wo ist mein Platz in der Welt, wie finde ich meinen Platz in der Welt, wie komme ich damit zurecht. Der Erzähler in diesem Buch ist 15 Jahre alt, er heißt Dani. Sein Vater hat die Familie vor 5 Jahren verlassen. Er ist ein durchschnittlicher Typ irgendwie. Er hat keine großen Talente, er kommt einigermaßen zurecht im Leben. Aber er hat Aussetzer. Er hat ganz schlimme Aussetzer und keiner weiß, wo die herkommen. Und er weiß auch nicht, wie er die kontrollieren kann. Wenn er unvorhergesehen emotional irgendwie getriggert wird, flippt er aus und wird gewalttätig. Er zertritt das Fahrrad einer Schulkameradin. Er schlägt einmal einen alkoholisierten Obdachlosen. Und eigentlich ist er ein zutiefst bescheidener, eher zurückhaltender Junge. Er leidet darunter natürlich, dass sein Vater weg ist. Er kommt damit nicht wirklich zurecht. Die Mutter lässt sich seines Erachtens zu viel und zu schnell mit Männern ein. Der Mann im ersten Satz ist der Tierarzt, der Danis Hund einschläfern muss. Und dieser Tierarzt zieht auch relativ schnell bei ihm zu Hause ein. Dieser Tierarzt ist ein guter Mann, ein Mann, der sich um ihn kümmert, um seine Mutter Lili kümmert, der zuhört und der einen wahnsinnigen Sportwagen fährt und der ihn sogar mal auf einem Parkplatz illegalerweise mit seinen 15 Jahren diesen Sportwagen, ein Lotus, steuern lässt. Es passiert etwas ganz Schreckliches nach einer Party, bei der Dani zu viel getrunken und vielleicht auch andere Drogen genommen hat, hat er ein totales Blackout. Und in dieser Nacht seines Blackouts wird ein Junge, ein entfernter Bekannter von ihm, überfahren. Und vermeintlich ist der Junge von einem Sportwagen überfahren worden. Das ist sozusagen die Krimi-Handlung in diesem Buch, was es sehr spannend macht, weil man selbst als Leser nicht weiß, was da passiert ist, da das Buch aus Perspektive von Dani erzählt wird. Er stellt verschiedene Vermutungen an, was passiert sein könnte. Es gibt ein Mädchen, ein Übermädchen, Alina heißt sie. Sie nennen sie Princess of Evil, also ein ganz schreckliches Mädchen, die alles weiß, aus reichem Haus kommt und die anderen immer quält, psychisch irgendwie quält. Das sind so die verschiedenen Figuren. Ach, es gibt noch diesen Freund Edgar von ihm, der ist Künstler, der malt immer. Auch der ist eher ein zurückhaltender Außenseiter. Was das Tolle an dem Buch ist, ist, dass so ganz langsam die Ambivalenzen und die Schattenseiten und die Bilder, die man sich von Menschen macht, so langsam bröseln. Ja, niemand ist am Anfang des Buches, am Ende des Buches so wie am Anfang. Das finde ich das Tolle an dem Buch. Wie langsam aufbricht die Bilder, die man sich von Menschen macht. Und wenn man dahinter blickt, hat jeder seine schwache Seite oder auch seine starke Seite. Und man muss nur auf die Menschen zugehen und dann wird man sie anders kennenlernen. Was mich besonders fasziniert hat an dem Buch ist, es ist ein Debüt, ist der Ton. Es ist ein Ton, der frech ist, der direkt ist, der auch Emotionen sofort in manchmal auch sehr heftige Bilder verwandelt. Und das, finde ich, macht Jugendbücher dann auch zu tollen Büchern, wenn sie eine eigene Sprache finden, ohne sich an eine Jugendsprache anzubiedern. Also in den besten Momenten habe ich mich sogar ab und zu mal an Chick erinnert in diesem Buch. Krummer Hund von Juliane Pickel, Belz und Gelberg, ab 14 würde ich sagen.